Leute, heute gibt es wieder was ganz Besonderes und zwar ein neues Format. Ja, Leute, lange ist es her, dass wir ein neues Format hatten auf diesem Kanal. Nicht, aber heute probieren wir etwas ganz Besonderes und zwar, wir werden eine Challenge machen. Aber nicht nur irgendeine Challenge, nein, 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 es wird wahrscheinlich die schwerste Challenge sein, die ich jemals gemacht habe. Denn wir werden uns ihr stellen, der Masochist-Challenge. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ist das Ganze, warum bist du masochistisch veranlagt? Nein, bin ich natürlich nicht, aber es wird definitiv eine Qual werden, denn worum geht es? Naja, wir dürfen nur 5 Stück Masterpacks öffnen, müssen daraus unser Deck bauen. Und ja, bei Masterpacks sieht man nicht wirklich gute Sachen. Und dann haben wir ein Deck und mit diesem Deck versuchen wir dann eben Ladder zu klettern. Wir dürfen ein weiteres Masterpack öffnen, wenn wir einen Win holen, was ziemlich schwer ist. Und wir dürfen natürlich die super duper geilen Legacy Packs benutzen, die wir ebenfalls ziehen. Also ihr merkt, das Ganze wird ziemlich schwer, denn ja, auch wenn man ganz unten anfängt beim Ladder, spätestens irgendwann kommt man dann zu den guten Decks. Und ich weiß auch schon aus Erfahrungsberichten von anderen, dass auch schon bereits unten, also im Low Ladder, wirklich gute Decks rumlaufen. Und wir werden irgendein Deck haben, was die meiste ATK benutzt auf dem Feld und keine Kombination existiert oder ähnliches. Naja, auf jeden Fall eine ziemlich schwere Challenge. Ich habe in der Vergangenheit schon einige Challenges gemacht, sei es mit anderen, gegen andere oder sogar natürlich eigene Challenge, wie zum Beispiel versuchen, Exodia zu beschwören. Könnt ihr auch mal das Video abchecken. Aber heute stellen wir uns eben diese unglaublich schweren Challenge. Und ich weiß, Leute, ihr wollt jetzt wissen, was mein Deck ist. Ich will es auch wissen, denn ich weiß noch nicht. Heißt also, wir öffnen jetzt ein paar Packs. Ja, was soll ich sagen? Die Challenge hätte nicht unter einem besseren Stern stehen können. Ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Yay, das heißt, das komplette Opening wurde geskippt. Und ja, wie ihr seht, haben wir sehr viele extra Deckmonster. Dementsprechend mussten wir nicht 5, sondern 6 öffnen, damit wir überhaupt ein spielbares Deck haben. Ja, wir haben 40 Karten, um genau zu sein, genau 40 Karten. Mehr haben wir nicht. Und ja, ich habe schon 2 Duelle gemacht und ich habe dieses Deck halt gezogen und habe mich halt mehr oder weniger gefreut. Wir gehen das Ganze einfach Stück für Stück jetzt durch. Ich habe 2 Duelle gemacht, habe schon gar keinen Bock mehr. Also, wir fangen an. Spirit Monster. Wir haben einen Totenkopf, die in der Karte nichts bringt. Wir haben eine Evolve-Karte, die nichts bringt. Wir haben eine Dino-Karte, die eventuell was sein könnte. Denn wir haben auch verschiedene Saurier. Vielleicht kommt man irgendwo zu Dino. Dann haben wir eine Maschine. Immerhin 1-4. Dann haben wir 2000 Defense. Immerhin nice. Dann haben wir 1-3. Immerhin okay. Dann haben wir 1-6. 1-7. Schon sehr gut. 1-8 Defense. 2000 Angriff. Sehr gut. Aber zerstört sich halt. Dann haben wir hier 1,9er Defense. Dann haben wir 1,7er, was super gut ist. Wir haben Cracker für Burn und 1,7. Wir haben 1,5, 1,8, 3000 und Toon Blow irgendwas dran. Yay. Dann haben wir den, den wir nicht rufen können, aber ah, ne, wir können ihn normal beschwören. Entschuldigung. Also wir können ihn normal beschwören, technisch gesehen. Dann eine Scale, die uns halt nichts bringt, aber wir brauchen 40. Hundeschule, sehr gute Karte. Das heißt, falls wir in Zukunft irgendwie zu Ungeheuer kommen sollten, super gute Karte, definitiv, da beschwere ich mich nicht. Teuflische Kralle, ja, way. Dann Themenkarte. Ja, Maschine, aber streng genommen, Themenkarte. Das ist hier auch Themenkarte. Super gute Karte. Das ist unsere beste Karte, die wir gezogen haben, eigentlich. Themenkarte. Searcher, der kann relevant werden. Dann haben wir hier auch was Generelles. Dann Themenkarte und nochmal Themenkarte. Also ihr merkt, wir haben ein super gutes Deck. Nicht, unser Deck ist grottig. Ja, extra Deck seht ihr ja. Wir haben Flammenflügelmann, nicht rufbar. Den können wir vielleicht irgendwann mal rufen. Und 2 Lichtmonster, der Stufe 4. Ich weiß gar nicht, haben wir? Der ist sogar Stufe 4 Licht. Oha. Den könnten wir sogar rufen, technisch gesehen. Haben wir ein Beatsing und 2000. Ja, das ist natürlich jetzt bitter, dass ich das Ganze hier nicht aufgenommen. Aber ey, das ändert natürlich gar nichts. Hier, wichtig zu erwähnen ist Folgendes. Und zwar, wir kriegen immer ein Pack, wenn wir gewinnen. Das heißt, auch wenn der Gegner einen Disconnect hat natürlich, kriegen wir ebenfalls ein Pack. Super gut, das heißt aber nicht, wenn wir ein Rank-Up haben. Denn gerade bei den Low-Ranks kriegt man auch höher, guck, noch ein weiteres Duell und dann steigen wir automatisch auf. Heißt also, wenn wir jetzt das Duell nicht aufgeben, sondern einfach weiterspielen, bis wir verloren haben, dann steigen wir auf, kriegen aber kein Pack. Legacy-Packs, wie gesagt, sind ebenfalls erlaubt und mal sehen, wir dürfen anfangen, bringt uns aber nichts, dementsprechend gehen wir als zweites. Wir brauchen 6 Karten, weil unser Deck halt kompletter Brick kaufen ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie hoch wir kommen wollen von Rang her. Und das ist auch etwas, was ich schon erwähnt habe beim Opening, was jetzt komplett nicht auf der Kamera ist, aber egal. Und zwar, ich habe nicht gesagt, bis zu welchen Ranked wir spielen. Bedeutet also,
ihr könnt das ein bisschen entscheiden. Denn ich dachte mir so, erstmal gefällt euch das Ganze, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Aber ihr liebt es, irgendwie Leute leiden zu sehen, wie zum Beispiel mich. Und das werde ich in dieser Challenge definitiv. Ich werde komplett gebrochen werden. Das ist garantiert auf jeden Fall. Und ja, wir spielen natürlich gegen Dragon Maid. Super, wir haben verloren. Ja, ihr merkt, man wird sehr, sehr oft verlieren, bis man überhaupt ansatzweise überhaupt an neue Karten kommt. Wenn wir ansatzweise an neue Karten kommen, dann haben wir vielleicht Glück, etwas spielbare Karten zu kommen. Und irgendwann geht da vielleicht ein Deck draus. Aber es wird ein langer, 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 langer Weg. Von daher, ihr könnt mal bestimmen, wie lang die Challenge ist. Also was das Ziel sein soll. Soll es Gold sein? Soll es Platin sein? Soll es Diamant sein? Soll es Master sein? Aber Leute, wenn wir das auf Master machen, dann wird das... Ey, diese Challenge wird 2 Jahre gehen. So. Aber wir können ja nicht aufgeben. Also das ist so ein Ding. Also, I mean, ne? Ziel ist sogar nicht mal... Also, er nimmt das Monster raus. Es ist halt, also theoretisch... ist ja, krass. Themenkarte, 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 Themenkarte. Nicht. Was macht ihr nochmal? Wer dann auf dem Monster kontrollierst. Es hält bis zum Ende des Spielzugs sogar Höhe der Summe der anderen Monster, die du kontrollierst. Es kann, wenn du spielst, diesen Aktivierten nicht direkt angreifen. Naja, immerhin. So, und jetzt? Die kranke Nummer hier. Krass, ne? Gegner komplett überfordert. Er weiß jetzt auch nicht, was er davon halten soll. Ich übrigens auch nicht. Battleface. Gehen wir mal an. Also, ich gebe noch nicht auf, weil ich warte, bis was er holt. Ja, ich kann eigentlich schon aufgeben. Wie? Wie? Wie ist es überhaupt possible, hier irgendwas zu machen? Ja, Digga, er hat halt komplett Dragon Maid Deck. Er kann halt komplett vergessen. So. Das Ding ist, eigentlich müsste ich bis zum Ende spielen, bis ich verloren habe, weil sonst kriege ich nie Legacy Packs. Aber, wir spielen gegen jemanden, der eine Chance hat. Also, wo wir eine Chance haben. Also, das ist jetzt die 4. Niederlage. Wie gesagt, ihr habt natürlich nicht gesehen, aber wir haben gegen einen gespielt, der auch schon ein schlechtes Deck hatte. So, wir gehen als zweites hier. Also, einer hatte auch ein Schrottdeck. Hat aber ihn gewonnen, weil er Tributmonster hatte, wir nicht. Und wirklich ein stärkeres Monster hat als sein Monster auf dem Feld. Also, so gesehen haben wir eine Chance. Wir haben eine Chance. Irgendwann mal zu gewinnen. Oh mein Gott! Wir haben einen 2000er Defense. Oder 1-3er. Wenn die Karte, wenn der Gegner eine Karte einen Effekt aktiviert, solange eine Edelrunde ausgesetzt kontrollierst. Oh mein Gott, wir haben sogar eine Equip. Zerstörer, Edelrunde, Versüßer und Deaktivierung. Okay, krass, wir haben Monster Negate. Combo in den Deck. Ey, wir spielen einfach die Lightsworn. Komm, kannst nach Hause gehen, ey. Diese Challenge spricht mich jetzt schon, Alter. 5. Niederlage. Ja, ja. So fühle ich mich komplett, Rabbit. Vielleicht sollten wir für Legacy Packs wirklich durchziehen. Aber es ist ja komplett deprimierend. Also, so gar nichts machen zu können, ist ja... Okay, wir gehen als zweites. Wir brauchen die 6. Karte, Leute. Unser Deck hat so wenig gute Karten. Gegen Flammenflügel, Mann. Das hat schon nicht mehr komplett übertrieben. Wieder Mates, Decks. Digga, das ist doch so safe einer, der sich einen neuen Account gemacht hat und gesagt hat, jopp, ich mach mir jetzt ein Hero-Deck. Oh, Cracker, wir können burnen. Nimm das, erster Schaden. Ich überspringe dir den nächste Draw-Phase auf Wild. Ey, ich hab recht. Ich spiele komplett gegen Heroes. Digga, how? How is it possible, hier irgendwie was zu gewinnen? Er ist ja komplett unmöglich. Ja, Rabbit. Alter, ich fühle dich so hart. Ich werde hier gedemütigt. Komplett. Was ist das denn? Please. Please, give me some... Oh, halt! Warte. Der kann es sein. Der kann sein wie wir. Der hat nichts Krasses gekauft. Genau, schüttel, schüttel, schüttel. Los geht's. Brille auf. Hep, hep. Unsere Chance! Nicht gegen irgendwas Meta-haftiges zu spielen. Ah, Heroes war jetzt nicht Meta, aber... Ja! Lass ihn einfach auch die Challenge machen. Er hat 6. Wir haben eine Chance! Ja! Wir haben ein Combo! Wir haben die besten Karten gezogen in unser Deck! Haben wir nicht? Doch, haben wir! 1-7, 1-7! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben eine Chance!
Okay, das, ich glaub's dran jetzt. Wir haben eine Chance. Komm, mach Pass. Ja, erster Win. Ich riech. Ganz knapp. Rabbit, riechst du ihn? Ja. Ist ich auch so. Los geht's. Komm. 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 Ja, der vorhin hat Solo-Modus gespielt, ne? Er hat Solo-Modus gespielt. Ja. Oh Mann, oh. Ja, da ist auf jeden Fall der erste Win. Auf jeden Fall. Haben wir überhaupt irgendeine Chance? Ja, da habe ich den Töne auf jeden Fall zu hoch genommen hier. Ja, ah, toll. Das war's, ey. Ich. Oh nein, ey. Ja. Krass. Er spielt halt nicht mal gut. Krass. Okay, er hat zwei Blue Eyes bisher im Brick. Warte, wann kommt Jet-Drache? Jet-Drache kommt doch nur, wenn ich einen Drache zerstöre, oder? Krass, wieder ein Brick. Falls ich ihn eingenommen habe, durch Kamm und Kanfe zerstört, du kannst sicher das Spezial schon geschön. Digga. Halt, how? How I can't. Warte. Das bringt nix. Schade, schade, schade. Aber wenn ich den zerstöre, kann man Jet-Drache. Das können wir halt nicht zulassen. Bitte. Wir chillen hier einfach. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie wir Jet-Drache aufhalten. Nächstens kommt Jet-Drache Tributbeschwörung. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Oha. Krass. Cool. So lächerlich, ey. Wow. Ach. Zerstört wird außer durch Battle. Ja, toll. Jetzt habe ich meinen Vorteil verspielt. Ist ja nicht so, dass der Stein jetzt hier ein Blue Eyes ruft und wir halt faktisch verloren haben. Aber ich gehe nicht auf. Warte, was kann der überhaupt? Guck mal. Also wir haben technisch gesehen ein Blue Eyes out. Brauchen nur ein zweites Lichtmonster. Haben wir nicht. Aber technisch gesehen fehlt uns das noch. Battleface. Guck mal, er hat auch gar nichts. Bitte greift den an. 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 Tut mir leid, du bist der schlechteste Blue Eyes-Spieler, den ich gesehen habe bisher. Aber egal, wir haben eine Chance. So. Warum habe ich so viele Kack-Ausrüstungskarten? Ich meine, oh! Der ist ein Vion! Warte, wait! Oh mein Gott, busted! Warum mache ich das? Das bringt eh nichts. Maxi. Ja, hier macht er minus 1. Ah, ist das dumm? Ist das dumm? Ist das dumm? Ja, ne?
Können wir jetzt hier in den Verteidigungsmodus ändern? So ein Ding ist das. So, dieser kranke Shit. So, set that one. Und da bist du. Was soll denn die 2-5 machen? Hast du gar keine Chance dagegen? Wir tun das alles fürs Legacy Pack, Leute. Alles für die Legacy Packs. Alles. Er braucht Jahre. Lauert ein bisschen. Er geht so gut mit seinen Ressourcen um. Das finde ich super bewundernswert. Krass. Also ich könnte schon aufgeben. Ne, es ist uns bewusst. Aber ich will für die Legacy Pack spielen. Battleface, okay. Jetzt werden beide verlieren. Cool. 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 Ey, der wird sich freuen. Er gewinnt. Wir sind auch einfach die netten Leute hier. Da tut dir einen verdammten Blue Eyes, Alter. Danke. Gibt's doch nicht, ey. Wie kann man zwei alternative weiße Drachen haben? Kann ich die aktivieren? Ja, komm mal hier, komm mal hier, komm mal so. Ich bin überhaupt Blue Eyes. Jetzt kriegst du mal da Angst zu tun, ne? Tja, das muss er lesen. So ein Fehler hätte einfach abgeben müssen. Oh. Diggi. Oh ja, gefährliche Karte gewesen. Oh. S. So ein Ding ist das, ey. Oi, 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 oi. Also ich glaube, wir können den nächsten Speedrun machen im Sinne von wie viele Niederlagen ich am Stück kriege. Ja, krass, Battleface, oh ja, ich bin so toll, oh ja. Ja, Direktangriff, oh ja. Ernsthaft, greifst du nicht mit Ultradrachen an? Mit den Alternativen meine ich. So. Jetzt kriegen wir Geschenke. Komm, wir kriegen Geschenke. Legacy Packs. Please! Und Edelsteine nicht mal. Los! Ja, wir sind aufgestiegen, zählt halt nicht. Wir müssen gewinnen. Aufstieg zählt nicht. 3 Edelsteine. Krass, das ist gut. Haben wir schon mal 3 Packs umsonst. Digga, ich habe nichts gemacht. Wie? Wir kriegen keine Belohnung? Oh! Das ist deprimierend. Das ist deprimierend. Der hat auch schon wieder Solo-Modus gespielt. Ja, verloren. Strich. Mensch, ey. Geil. Wer kann ja auf diese dumme Idee, diese Challenge zu machen? Nur Monster! Keine Bricks! Alle spielbare Karten! Also, wollen wir sie halt ausspielen können, mit Normalbeschwörung. Da haben wir 2 Licht. Spiel der. Digga, er fängt direkt an hier mit Fischpower. Digga! Das ist Combo, oder? Ist unglaublich hier. Ich glaube hier einfach Skip. Wir nehmen potenziell hier eine Möglichkeit. Digga, warum die alle so krass komplette Decks? Noch hat er keinen Dark Magician beschworen. Digga, es ist halt auch. Ich bin immer über 40k, nochmal 13. Ja, du machst jetzt dunkle Magier. Skip.
Ich gebe aber nicht auf, weil der geht in eine Synchrobeschwörung direkt, ne? Ja, klar! Haben wir zweimal Melodie. Melodie des erwachenden Drachen. Die Karte ist auch so strong eigentlich. Cool, ey, gehst du auf Chaos Max, ey, das ist ja super, ey. Viel besser. Oh, jetzt war Alternative in der Hand. Das ist ja schön für ihn. Das freut mich ja richtig. Das kann ja eine Synchro-Beschwörung machen. Ey, wenn jetzt passt, ich würde dir danken. Man kann ja nur den zerstören. Bringt nicht so viel. Ich bin voll aufgeschmissen. 3000 ist, also ich kann jetzt ja 2,5 machen. 2,8. Mit Equip. Oha. Ich kann sogar 3,2 machen. Mit Combo. Ich kann so lange für eine Synchro-Beschwörung überlegen. Brennen der Rodeugen. Warum habe ich so viele Themenkarten gezogen? Der nur 2,5. Man kann sich austaggen, das ist das Problem. Aber er hat zwei Monster, wir können die Combo versuchen zu starten. Er wird zwei Monster ja haben. Er wird ja einmal ihn haben und einmal ihn. Okay, oder halt den, den er jetzt ruft. Dann halt direkt rein. Er hat Blue Eyes und einen Max in der Hand. Also wir kennen gleich alle Karten. Also wir spielen effektiv nur noch gegen eine Unbekannte. Was halt krass ist. Also knowledge-technisch könnten wir das gewinnen. Wir machen eine Regel, ja? Du errätst 5 Karten von mir, ich von dir, dann habe ich gewonnen. Okay, der ändert halt gar nichts. Ist halt egal, nur er kann nicht zerstört werden und das ist eh... Nein, warum greift denn Defense? Ich muss doch reinrennen. Nein. Er spielt voll Anti gegen mich. Warum ist er so? Warum? Nee. Nein. Ah, warum denn in Defense? Das ist so anti. Das ist so anti. Warte, bis zum Ende oder bis zum Ende des nächsten Zuges? Warte, was sagt er? Bis zum Ende des nächsten Spielzuges. Ja, das ist natürlich ein Minus. Aber ist egal. Wir haben hier eine Combo. Warte, es geht noch mit der, oder? Achso, egal, wir können auch mit denen equippen. Machen wir mal mit denen. Ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst. Und dann passen wir. So, wir müssen mal gucken, ob wir noch einen Zug überleben. Aber wenn wir den Zug überleben, haben wir eine Chance. Sonst nicht. Also eigentlich haben wir keine Chance, weil da 2.000-3.000er stehen dann so. Also, verstehe mich nicht falsch, eigentlich haben wir schon verloren. Aber ich gebe die Hoffnung hier einfach nicht auf. Die Gegner sind so schlecht. So, sind halt Anfänger natürlich. Die wissen noch nicht, was sie machen. Wer macht jetzt Tributbeschwörungen für ein Blue Eyes oder so? Also, wird nicht passieren, aber ich meine, man muss dran glauben. Guck mal, jetzt hat er sogar Angst, weil meine Karte aktivierbar ist. Sagen wir mal hier off hier. Ja, ein Disconnect! Genau, wir spielen einfach auf. Unsere Metastrategie ist Disconnect. Das ist so das Ding. Das ist meine Strategie. Auf Disconnect spielen. Ja, es klappt. Oh, ich greife auch noch jeden Strohhalm, den ich habe hier. Unglaublich ist das. Ja, komm. Komm. Ey, wenn meine 10. Niederlage wäre das. Zweimal gegen Blue Eyes schon, super. Freue mich. Das kriegt dir Spaß. Ich sag's doch! Alles ist möglich! Alles ist möglich! Ja gut, so, jetzt haben wir einfach den 3000er verloren. Alles ist möglich! Ja, 1,6, da kommt er bestimmt nicht drüber.
Was überlegst du, mein Lieber? Ich bin gearscht. Oh. Das Non-Targeting zerstören, ne? Wofür ist er protected? Diese Karte kann nicht die Karte erhöhen, zuerst kann sie nicht die Karte erhöhen, das geht zerstört werden. Warum kann sie nicht zerstört werden? Ach Mann! Oh, das wird so wehtun. Jetzt hat er die Ritualspell gezwungen, glaubt es nicht. Oh. Bum. Oh. Nee. Ja Mensch, das ist ja schön gelaufen hier. Ja, Disconnect. Ich spiele auf den Disconnect noch. 700. Auf Disconnect. Auf Disconnect. Komm, fahr durch einen Tunnel oder so. Wenn du am Handy spielst. Fahr durch den Tunnel. Nein. Diggi, pass einfach. Pass einfach. Der pass wirklich. Nein. Ich kann nichts machen dagegen. Ja Mensch, ey, das ist ja geil. Das war doch jetzt neue Combo. Combo! Das bringt nichts, das ist schon klar, Leute. Ah, ich will hier ein paar Karten aktivieren. Bumm. Ich möchte für Belohnungen hier irgendwas kriegen. So, kriegen wir jetzt dafür Belohnung? Also, I mean, wir haben jetzt hier ja ordentlich Action gemacht, komm. Boah, und wie? Wir kriegen jetzt mal Edelsteine. Wir sind natürlich rein gehabt, weil wir so gute Duelland sind. Edelsteine. Kein Pack! Verarsch mich nicht! Ah, Leute. Oh, Mann. Ah. Ja gut, komm, so. 10. Niederlage. Nach 10 Niederlagen reicht das auch für die erste Folge, denke ich mal. Oh nee, ey. Also das ist ja kompletter Bruch hier. Ah, erste Folge. Und ich freue mich auf dieses Projekt. Also in der nächsten Folge werdet ihr sehr viele Skips sehen von Niederlagen. Weil das ist ja, also ja... Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wenn wir überhaupt mal eine Chance haben, neue Karten hier zu kriegen. Aber wir werden auf jeden Fall sehen. Wir hoffen auf Disconnects des Gegners. So, Leute, jetzt muss ich aber wissen natürlich von euch, wie findet ihr das ganze Format? Wieder schreibt es mal in die Kommentare, zu welchem Rang ich spielen soll. Dann können wir mal gucken, was vielleicht ich mir antue oder nicht. Ich muss sagen, das ist schon ganz schön ein Bruch, Alter. Aber trotzdem bin ich noch so guter Laune, dass ich euch natürlich einen wunderschönen Tag wünsche. Und trotzdem auch... Viel Spaß beim Duellieren!